Hallo und herzlich willkommen hier bei cahodes.de. Heute mit einer Produktreview und zwar zum Fotorucksack von Montana. Und ihr seht, ich habe das gute Stück jetzt schon hier hingestellt. Ich habe es auch schon eingerichtet, sprich mein ganzes Fotoequipment, was ich immer dabei haben will, eingeräumt. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ihr seht, da ist im Moment gar nichts hier, wo ich irgendwas aufmachen könnte, denn liegt daran, ich habe jetzt hier mal zu Demonstrationszwecken den Regenschutz drüber gemacht. Der ist im Lieferumfang mit dabei und den schiebt ihr einfach so drüber. Und wenn ihr dann schaut, könnt ihr hier mit dem Klettverschluss das Ganze noch zusammen machen. Das machen wir mal gerade ab und schauen uns dann natürlich auch den Rucksack so mal an. Den wird dann einfach so runtergezogen. Ich mache es mal zur Seite und da haben wir dann den Rucksack selbst. Das wäre jetzt von Montana ein Modell und den schauen wir uns jetzt, wie gesagt, zusammen etwas näher an. Ihr seht schon, ich greife den Rucksack an diesem Griff hier oben. Der macht auch einen sehr stabilen Eindruck und ihr könnt dann damit auch das Ganze mal locker leicht durch die Gegend tragen. Der Rucksack hat einige Fächer. Wir fangen mal mit dem größten, aber auch flachsten Fach an. Es befindet sich nämlich hier hinten hinter der wirklich sehr, sehr gut gepolsterten Rückenfläche. Also ihr könnt hier oben, ich würde mal sagen, so ein paar Modelverträge oder ein paar Skripte dann vielleicht einstecken und dann auch für fast sagen, auch wasserdicht runterschleppen. Ist natürlich jetzt hier unten nicht verschlossen, aber das ist eigentlich okay so. Die Tragegurte, die sind auch sehr gut gepolstert, haben auch hier und da noch ein paar Gummierungen, wo ihr was reinstecken könnt, sodass ihr das immer griffbereit habt. Und jetzt schauen wir uns natürlich den Rucksack mal noch von der Seite an. Da habt ihr dann auch hier solche Gummierungen, wo ihr noch was reinstecken könnt. Und auf der Seite hier gibt es noch den hier so eine Schnalle, da könnt ihr, so ist es in den Demo-Materialien gezeigt, in Demo-Bildern noch ein Stativ mit einhängen, dass ihr das nicht immer in der Hand habt. Ja, das größte Fach vom Raum her habt ihr hier oben. Und das versuche ich euch jetzt mal zu zeigen, indem ich es auf die Seite lege. Da habe ich jetzt bei mir ein bisschen Reinigungsmaterial reingemacht, hier mein Lenspen und den Blasebalg. Und da habt ihr hier auf der Innenseite noch zwei Netze, wo ihr was reinmachen könnt. Und das Ganze gibt es auch hier auf der Seite, dass ihr hier zum Beispiel Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Speicherkarten einsetzen könnt. Das packen wir nochmal da rein, machen das Fach noch einmal zu. Und kommen dann natürlich zum Kernstück des Rucksacks. Und das ist das Fach hier vorne. Das öffnen wir jetzt mal. Dazu ziehen wir einfach den Reißverschluss hier nach oben und klappen das hier nach unten. Ihr habt auch hier auf der Innentasche zunächst mal nochmal ein Fach, das mit dem Klettverschluss zu verschließen ist und dass hier alles schön drin bleibt. Und dann gibt es auch hier gleich schon das erste Manko, was mir aufgefallen ist, denn so wie der Rucksack jetzt steht, seht ihr, habt ihr Zugriff auf eure Fächer hier. Dazu kommen wir gleich. Was aber ein Manko meiner Meinung nach ist, sind diese Falten hier. Der Stoff ist also hier nicht eingeschnitten und der Reißverschluss geht nicht ganz bis nach unten. Das heißt, ihr könnt diese Tasche nicht aufklappen. Ihr seht, die bleibt immer in dieser Position. Das mag vielleicht ganz nützlich sein, wenn das Ganze hier so steht. Aber wenn ihr den jetzt flach hinlegt, seid ihr immer gezwungen, mit einer Hand das hier hochzuhalten. Das finde ich persönlich eher nicht so gut. Aber kommen wir zum Innenleben. Da habt ihr jetzt genug Platz. Ich werde es euch mal so ein bisschen auf die Seite halten. Etwas schwierig jetzt zu zeigen. Habt ihr Fächer, die ihr in der Größe verändern könnt mit Klettverschlüssen. Diese Zwischenpolster könnt ihr verschieben. Und da habt ihr dann genug Platz für eine oder sogar zwei Kameras mit Objektiv angebaut und dann noch für Blitz, in meinem Fall jetzt Ladegerät und so. Da habt ihr auf jeden Fall genug Stauraum. Ja, das Tolle an dieser Tasche ist, und dazu verschließe ich nochmal
diesen Bereich hier, jetzt verrutscht die Decke hier etwas, das machen wir mal zurück. Auf beiden Seiten, sowohl hier, ich zeige es jetzt nur hier auf der Seite, wie auf der anderen Seite, gibt es noch hier ein Seitenfach. Das ist ebenfalls mit einem Reißverschluss zu verschließen und dann noch sicherheitshalber hier mit dieser Klemme. Wenn wir die aufmachen, die leider auch nicht ganz aufgeht, das müsst ihr auch immer aufhalten, ja. Da könnt ihr dann, bei mir ist es auf der anderen Seite, die Kamera mit dem Display hier nach außen einstecken mit angebautem Objektiv und habt dann immer über die Seitentasche Zugriff auf die Kamera. Braucht also nicht das Hauptfach zu öffnen, sondern habt Zugriff auf das Hauptfach von außen, von der Seite. Das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Sache, denn dann ist die Gefahr, dass irgendwelches anderes Equipment rausfällt, nicht so groß. Je nachdem, wo ihr unterwegs seid mit dem Rucksack. Ja, das ist der Montana Rucksack. Liegt preislich bei um die 50, 60 Euro. Finde ich für die Leistung, die der Rucksack bietet und auch von der Verarbeitung her ist wirklich top. Finde ich, das ist okay. Und ich packe euch den Link zur Bestellung bei Amazon in die Beschreibung. Schaut euch den Rucksack einfach dort auch mal noch an. Jetzt folgen gleich hier noch ein paar Bilder. Und ja, das soll es gewesen sein von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und schreibt vielleicht mal in die Kommentare, was ihr für Kamerarucksäcke benutzt. Und vielleicht auch mal in ein, zwei Sätzen, was ihr vielleicht an diesen Modellen, die ihr benutzt, nicht so gut findet. Was euch besonders positiv aufgefallen ist. Vielleicht findet sich ja noch ein Rucksack in ähnlicher Preisklasse, der noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Wie gesagt, schreibt das in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, dass auch andere Leute von diesem Video erfahren. Und ich freue mich dann, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Bis dahin, viel Spaß bei der Fotografie und ciao.